In diesem Video geht es um Mistfilter, vielleicht auch ein bisschen um Glowfilter, um Fogfilter, um Diffusionfilter, also es geht um Effektfilter. Das Video wird sehr ausführlich sein, weil wir wirklich sehr ins Detail gehen. Das heißt also nicht, dass es darum geht, man muss jetzt irgendwie so einen Filter benutzen oder sonst was, sondern es geht darum, dass wenn man sowas benutzen möchte, dann wird man in diesem Video sehr viele Antworten finden. Man sieht ja auf dem Tisch hier, was wir hier angesammelt haben über die letzten Monate an verschiedenen Marken. Hoya, Tiffen, Cave Concept, Freewell, also und so weiter. Prism Lens, also das sind noch nicht mal alle. Hier stecken noch die, die ich die ganze Zeit immer verwende, drin. Übrigens in so einer schönen Tasche. Das ist eine Neua-Tasche, die hier auf der einen Seite eine Sammlung an Filtern hat und dann hier auf der anderen Seite die Adapterringe hat. Und der Trick ist, ich habe hier jegliche Adapter von 82 mm auf alle anderen Größen zurückführend. Also, wer sich irgendwie mal wirkliche Mistfilter holen möchte, ist das der Trick. Denn die Mistfilter sind schon sehr, sehr, sehr teuer und man holt sich dann immer einen 82er. Der ist auch wieder ein bisschen teuer, aber der kann eben runtergestuft werden auf jegliches Objektiv. So, vielleicht starten wir mit so ein bisschen Fotos und Videos, einfach um in das Thema reinzukommen. Weil das sind Filter, die man eigentlich nicht braucht, aber die meiner Meinung nach sehr vieles sehr viel besser machen. Und manches sehr viel schlechter. Bei uns im Team heißt es ja auch oft, lass den Mist weg. Sprichwörtlich. Aber ich mag das einfach. Und deswegen geht es nicht darum, ob man das mag oder nicht mag. Ich will auch keinen Kommentar dazu hören oder auch lesen. Das hat hier nichts zu suchen. Hier geht es darum, dass verrückte Leute sagen, ich will den Besten rausfinden und ich will wissen, was Mist überhaupt ist. Vielleicht fangen wir an mit, ich habe hier das Tablet, weil das ist sonst einfach irrsinnig schwierig, sonst alles zu merken. Und wir haben unfassbar viele Vergleiche gemacht. Vielleicht fangen wir einfach an mal mit so einer groben Beschreibung, was dieser Mistfilter-Effekt überhaupt ist. Also, diese Mistfilter, die hat man früher selber gemacht mit Vaseline oder mit Haarspray oder mit Salzwasser, sodass sich so kristalline Formen bilden. Und das ist übrigens auch die Sache, wo sich diese einzelnen Filter extrem unterscheiden können, nämlich die Art und Weise, wie diese Struktur beschaffen ist. Also wenn man da jetzt gerade mal so ein bisschen in den Makrobereich geht und das Ganze noch solide ausleuchtet, dann sieht man, wie so eine Art Mikroskop, dass die Beschichtung bei jedem Filter irgendwie anders ist und das hat natürlich Auswirkungen. Wenn man das im Detail weglässt, dann kann man sagen, dass so ein Mistfilter verschiedene Auswirkungen hat. Und ich habe mir auch hier eine kleine Notiz gemacht, welche Bewertungsaspekte denn betrachtet werden. Also erstmal müssen wir uns angucken, das sogenannte Blooming. Das ist das, ehrlich gesagt, das Wichtigste. Darum geht es bei den meisten. Das ist, wenn die Kante von hell auf dunkel so überbrennend verläuft. Dann müssen wir uns natürlich Flares angucken, weil oft wird so ein Mistfilter auch im Gegenlicht eingesetzt und das kann auch schon einige radikale Effekte erzeugen. Dann ist es natürlich eine Frage, wie sieht es denn mit Kontrast aus? Denn das ist ja eine milchig unruhige Scheibe vor dem Objektiv. Das ist Kontrast vermindern und damit natürlich auch potenziell Schärfe vermindernd. Übrigens ein Effekt, der beim Mistfilter auch gewünscht sein kann. Ich persönlich mag in der Schwarz-Weiß-Fotografie einen Mistfilter auch, weil das weniger scharf macht. Das heißt, so ein Weichzeichner-Effekt mit sich bringt. Dann müssen wir uns nochmal das Bokeh angucken und dann kann es ja auch sein, wie jedes Glas, dass es zu Farbstichen und Farbunstimmigkeiten kommen kann. Wie fangen wir jetzt am besten an? Ich würde sagen, wir gehen mal runter auf das sogenannte Blooming und gucken uns hier einfach mal einen Vergleich der Effekte an. Wir haben jetzt hier sehr, sehr, sehr viele Filter durchgemacht, deswegen machen wir es einfach so, dass wir jetzt Musik einspielen, die jeweiligen Vergleiche zeigen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn es hier ums Ergebnis geht.
zusammenfassend, also natürlich kann man zurückspulen und einfach auch Stopp machen, vergleichen und dergleichen, aber zusammenfassend kann man sagen, dass der ND, der VND, also dieser Free Well Variable Mistfilter, der wo noch einen Graufilter drin hat, dass der am wenigsten Blooming mit sich bringt. Man kann schon auch sagen, dass je stärker die Variation ist, das heißt also 1, 2, 1 Viertel, 1 Achtel, das ist ja die Abstufung der Intensität, danach geht natürlich auch, dass man das Blooming hier bestimmen kann. Generell ist es so, dass eigentlich nur die Tiffen die richtig starken Werte haben, also Glimmerglass 5 oder ich benutze ja hier auf Ort einen Vierer, das heißt also einen extrem starken Mistfilter. Ansonsten muss man wirklich hingehen und einfach verstehen, dass diese Effekte sehr unterschiedlich sein können und dass zum Beispiel ein Hoya Diffusion One zu einem FX-Filter Dream FX, das kann einen fast identischen Effekt haben. Ich würde sagen, man soll einfach selber entscheiden, zurückgehen und nochmal gucken, was die Effekte sind. Wie gesagt, je stärker, umso extremer. Aber interessant ist zum Beispiel auch, dass manchmal so ein Vierer wie so ein Einser sein kann von einer anderen Marke. Also das ist jetzt nicht irgendwie genormt oder gelevelt. Und das heißt, wenn ich einen Einser kaufe, dann habe ich immer so viel Effekt, sondern das kann sich sehr, sehr, sehr von Marke zu Marke unterscheiden. Und vor allem auch, was sich sehr unterscheiden kann, ist, wie lang sich dieses Blooming, also das helle Leuchten ins Dunkle, wie weit sich das reinziehen kann. Beim Blooming ist übrigens noch eine Sache zu beachten, und zwar, dass der Effekt auch innerhalb einer Marke sehr unterschiedlich ausfallen kann. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken, Cave Concept, da haben wir 0, 1, 2, 5, also ein Achtel, ein Viertel, ein Halb und ganz, dann sehen wir, dass die Effekte vom Blooming sehr unterschiedlich stark ausfallen können und dass zum Beispiel der 0, 1, 2, 5er nicht zwangsweise weniger dieses Reinleuchten bekommt, wie der Cave Concept in 0, 5. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, aber hier bewegen wir uns eben in Dingen, die nicht so 100% nachvollziehbar sind. Keine Ahnung, wie die produziert haben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir festgestellt haben, auch bei anderen Filtern, dass die Stärkenreihenfolge nicht zwangsweise so solide funktionieren, wie man es sich immer gerne wünscht. Kommen wir weiter zu unserem nächsten Vergleich, und das wäre meiner Meinung nach auch von der Wichtigkeit halber das Flaring. Das Flaring, da muss ich jetzt kurz runtergehen, ist auch wieder ein Videovergleich, wo wir mal wieder Videomusik, Hintergrundmusik einspielen, Kaufhaus oder Fahrstuhlmusik, und dann gucken wir uns gleich wieder, sehen wir uns, wenn wir die Zusammenfassung machen. Ich finde, das Flaring ist schwierig irgendwie zusammenzufassen. So Effektfilter wie Prism Lens FX, so Sternfilter oder gerade auch so, ja, Strukturfilter der besonderen Art, die haben natürlich einen starken Effekt auf das jeweilige Flareverhalten. Generell kann man bloß sagen, dass dieses Flareverhalten eigentlich andere Auswirkungen hat, und da müssen wir dann in das Kontrastverhältnis gehen. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu Schärfe und Kontrast. Und bei Schärfe und Kontrast, vielleicht blenden wir das einfach nebenher ein, während ich hier rede, damit man auch so ein bisschen das verfolgen kann und gleichzeitig natürlich auch die Vergleiche sieht. Ach was, wir machen wieder Musik, und damit man wieder anhalten kann und sich seinen raussuchen kann und screenshotten kann und so weiter und so fort, dann sehen wir uns gleich wieder.
Was wir hier aber sehen können, ist, dass es Ausnahmefilter geben, die wirklich radikale Auswirkungen auf die Schärfe haben. Der Hoya Diffusion One zum Beispiel ist fürchterlich, was die Schärfe betrifft. Auch beim Hoya Softener ein Halb, wahnsinnig krass. Hoya Fog wieder gar nicht, aber die beiden, die haben schon ordentlich reingeprügelt, was die Schärfe betrifft. Da ist halt die Besonderheit an solchen sehr teuren Filtern, wie zum Beispiel den Tiffens, die ja ein Vielfaches kosten von dem, was andere Filter kosten. Die gehen halt hin, und selbst ein Tiffen 4, der einen unfassbar starken Kontrastverlust hat, der sich schon fast irgendwie so farblich färbt, selbst der hat keinerlei wirklich Auswirkungen auf die Schärfe. Also keinerlei, ne? In Anführungsstrichen. Was man hier wirklich sehr deutlich wahrnehmen kann, ist, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt die Schärfe und es gibt den Kontrast. Kontrast heißt, alle Schwarzwerte gehen hoch. Und das erklärt übrigens auch, dass zum Beispiel manche Filter einen Namen haben, wie zum Beispiel Mist Diffusor Black. Black bedeutet, dass es versucht, die Schwarzwerte komplett zu halten und nicht einfach nur einen Mistfilter-Effekt hat, der die Schwarzwerte natürlich auch wieder hochzieht. Auch das ist eine Sache, die man mögen kann oder nicht. Ich besonders finde eigentlich, dass ein Nicht-Black-Diffuser, also ein normaler Mist-Diffuser, schöner aussieht, weil ich will eigentlich gerade dieses Anheben der Tiefen haben. Gerade wenn ich Porträts oder Schwarz-Weiß fotografiere, dann mag ich diese Schwarzwerte gar nicht so, weil das sehr schnell nach abgesoffen aussieht. Und da ich eh sehr tendenziell dunkel fotografiere, habe ich immer die Gefahr, dass die Schwarzwerte weg sind. Und ich finde so einen Grauton in den Schwarzwerten irgendwie schon fast sexier. Also, die Schärfe wird nicht wirklich verändert, aber es gibt drastische Einschritte, was die Kontraste betrifft. Und auch hier zum Beispiel der Tiffen Black Mist Pro, der ist in Warm. Und das ist auch wieder bei Tiffen eine Besonderheit. Da gibt es die in Warm und in Normal. Und diese Warm-Effekte, diese Warm-Filter, die sind noch seltener. Die haben halt diesen Braunfärbungseffekt, den man hier beim Tiffen Black Pro Mist 4 Warm auch extrem merkt. Zum Beispiel gegen den Tiffen Glimmer oder gegen auch einen anderen starken Tiffen merkt man direkt, dass da diese Wärmfärbung mit drin ist. Und das ist, finde ich, persönlich für Hauttöne einfach. Also Hochzeitsfotografen, aufgepasst, wenn es nicht aufs Geld ankommt, Tiffen Black Warm. Also Tiffen Mist Warm. So rum, nicht Black. Tiffen Mist Warm. Wo wären wir jetzt auf unserer Reise durch die Beurteilung? Bokeh kommt jetzt. Beim Bokeh ist ein sehr interessanter Effekt, und ich glaube, das ist vielen gar nicht wirklich bewusst, dass der Mistfilter extremste Auswirkungen auf das Bokeh haben kann. Wenn wir nämlich hier mal einfach reihum durch die Filter gehen, dann merken wir, dass wir oftmals gar nichts merken, aber dann merken wir auch direkt, dass wir bei manchen, und es fängt eigentlich schon beim KF Concept an, direkt diese Kriseligkeit bekommen. Also vor allem, wenn man jetzt natürlich das Bokeh nebeneinander legt, ohne Filter und mit Filter, dann sieht man es direkt. Aber das hat teilweise drastische Auswirkungen. Ich finde, der schlimmste ist da der Tiffen Glimmer Glass 5. Und das macht eigentlich auch so den Reiz bei der Fotografie mit Mist und mit Effektfiltern aus. Die funktionieren nicht immer. Man kann die nicht immer drauf lassen. Nicht jedes Motiv wird dadurch besser. Manche werden radikal schlechter. Aber man muss einfach genau wissen, was seine Ausrüstung kann. Und das hat natürlich auch was Herausforderndes, was mit Können zu tun hat. Der Hoya Diffusion One, das ist so mit der Hoya Softener Number One, das sind die fürchterlichen, die wir raussehen. Klar, beim Prism Lens Starburst, der natürlich wunderschöne Effekte bei Lichtern erzeugt, der erzeugt im Bokeh den reinsten Würgereflex. Ich würde mal behaupten, dass so alle Black Diffusion Filter eine Auswirkung haben, aber die normalen KF Concept oder auch die Hoya Mist Diffuser Black, die sind eigentlich wirklich, wirklich schön. Na? Gut, Farbstich haben wir auch getestet. Was wir da gemacht haben, und da sieht man auch wieder, warum so ein Video auch mal ein bisschen länger dauert zum Produzieren. Übrigens, weil immer mal wieder neuer dazugekommen ist und weil ich immer mal wieder was Neues gefunden habe bei Amazon und bei irgendwelchen Fotohändlern und gesagt, oh, der muss auch noch getestet werden. Wir haben wirklich eine Farbtafel fotografiert, Color Checker, und haben dann in Photoshop Differenzbeträge mit der Pipette herausgenommen. Und haben so herausgefunden oder versucht herauszufinden, welche Auswirkungen diese jeweiligen Filter haben. Und im Ergebnis ist zum Beispiel ein Hoya Fog 05er sehr gelblich färbend. Auch Prism Lens gelb. Eigentlich geht alles Richtung gelb. Na, das ist so ein bisschen der Punkt. Bis auf den Tiffen, der Warm Black, der ist ja gezielt black, gelb. Der ist ja gewünscht gelb. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr interessante Sache, dass bei den starken Effektfiltern ein bisschen die Helligkeit einbricht,
wir sehen es ja hier in der Übersicht, aber auch gleichzeitig natürlich potenziell die Farbe Richtung Gelb geht. Wenn man jetzt aber alle Blautöne mal nebeneinander legt, ist auch wieder sehr aufwendig im Schnitt, glaube ich, jetzt zu machen, dann sieht man auch, dass es alles sich noch im Rahmen hält. Ich würde jetzt keine Katalog-Autofotografie machen für irgendeinen großen Hersteller, weil die würden einen sicherlich töten, wenn man Ferrari Rot ein bisschen gelber macht. Aber ich bin der Meinung, so im normalen Fotografiealltag würde es gar nicht auffallen. Und wie gesagt, ich nutze gerade, wenn ich Menschen fotografiere, auf Events und sonst was, gerne, sehr, sehr, sehr gerne den Warm von Tiffen. Also das ist meine persönliche Präferenz. Damit wären wir eigentlich schon fast angekommen am Ende, denn eigentlich geht es nur noch darüber, die Kosten zu reden. Wir haben jetzt mal die Kosten auf 67 mm Filterdurchmesser bezogen, nicht auf 82, weil dann streckt das sehr schnell ab. Eigentlich haben wir so verschiedene Klassen von ich würde sagen, unter 50 bis 80 bis weit über 80. Die Tiffen, die sind natürlich mit die teuersten. Bei weitem. Die Hoya sind die günstigsten und alles andere wurbelt sich so zwischen, je nachdem, was man eben hat. Beim Freewell ist natürlich noch mal so ein Magnetsystem dabei, das ist bei den anderen nicht dabei. Das kann natürlich den Preis auch radikal erhöhen. Aber kommen wir zum finalen Fazit. Hier, zur Kaufberatung. Notizen habe ich mir ordentlich viele gemacht. Also erstmal, alle Filter funktionieren und sorgen für den jeweiligen Effekt. Ob der Effekt wirklich gefällt, das muss man jetzt selber entscheiden, kann man ja nach dem Video. Die größten Unterschiede finden wahrscheinlich bei den Kontrasten statt und eben bei solchen Sondersachen wie Warm oder Starburst oder was auch immer. Dieses Bokeh, also wer fotografiert und wer gerne mit 0,15 fotografiert und dann halt 1,2 oder 0,95 oder sowas fotografiert und sehr auf diese Bokeh-Kreise im Hintergrund bei seinen Porträts zum Beispiel Wert legt, der darf das gar nicht benutzen. Das ist sehr, sehr, sehr sichtbar. Oder man legt Rauschen drüber, dann ist alles nur noch verrauscht. Aber Bokeh-Fotografie mit Mistfiltern ist gefährlich. Davon rede ich aber von so richtigen Bokehs, also so Close-Up-Porträts mit Blende 1,2. Sobald man so ein bisschen wieder nur Unschärfe hat, wird das alles wirklich wunderschön. Für starke Effekte würde ich vorschlagen, das ist meine Empfehlung, Hoya Mist Diffusion Black, und zwar in 1. Für die mittleren Effekte bin ich der Meinung, dass der Hoya Mist Diffusion Black 05 eigentlich der beste ist. Und für leichte Effekte finde ich den Freewell VND sogar mit am schönsten. Wer wirklich keine Geldprobleme und keine Geldsorgen hat und sagt, ich will das Beste vom Besten. Ich persönlich bin ein absoluter Tiffen-Fan. Also Tiffen Warm Diffusion, der ist hier, Warm Diffusion 4, finde ich den besten zusammen mit dem 1er. Das sind meine beiden Lieblinge, die ich über alles stelle. Aber das ist jetzt nur eine persönliche Meinung. Und darum geht es ja auch gerade bei diesen ganzen Mist-Diffusion-Filter, bla bla bla. Das geht um Persönlichkeit beim Fotografieren. Man macht Bilder, da sagen vielleicht 5 Kollegen, finde ich kacke. Und 10 sagen, wow, finde ich total toll. Das trennt halt wirklich so in Lager. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Damit muss man aber auch leben, wenn man damit fotografiert. Erstaunlich, wie gut die Hoyas waren. Erstaunlich, wie perfekt. Aber Achtung, bitte die Mist Diffuser Black. Nicht die anderen Hoyas. Die haben nämlich noch hier den Filter Creative und Diffuser und Fog und Softener. Die finde ich jetzt nicht so für den Mistvergleich passend. Die haben zwar auch ihren Effekt, aber das ist schon für den Preis absolut der Preis-Leistungssieger. Cave Concept teurer, aber auch gut. Und Tiffen halt unfassbar teuer. Aber zum Beispiel auch mit diesen Warmfilter.